wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Heute mitten in der närrischen Zeit. Deshalb sind wir wieder ein bisschen später dran. Heute Abend, weil Fasnacht. Es ist aber auch ein Treiben. Oder ist unglaublich. Du kommst ja gar nicht. Eine Rakete nach der anderen. Die FDP pendelt sich mittlerweile stabil bei 18%. Der Letzte, der von sowas geträumt hat, hat kurz danach den Fallschirm abgeschnallt. Es ist wirklich, du kommst. Du weißt heute nicht mehr, du kommst überhaupt nicht mehr nach. Du kannst denken, das ganze Jahr über ist Fasnacht. Die Narren sind außer Rand und Band. Auch Wolfgang Schäuble hat sich schon die Kappe aufgesetzt. Ja, er will jetzt freiwillig auf den großen Lauschangriff verzichten. Mein Gott, der Staat kann sich's leisten, weil wenn du heute über irgendjemand was wissen willst, genügt ja ein Anruf bei der Bahnauskunft. Na, oder? Bei der Telekom. Aber wie die Meldungen sich überschlagen. Gerade kam über den Ticker rein, der Papst wird neuer Bahnchef. Ja, weil Medon als Insolvenzverwalter für Märklin vorgesehen ist. Falls ihm Michel Kloß den Job nicht noch vor der Nase wegschnappt, um seine eigene Abwrackprämie zu kassieren. Es ist... ja, das ist... Ja, das hier. Jetzt ist blöd. Jetzt stehe ich da. Das war. Das ist. Hallo? Hallo! Ja, was ist denn? Was ist denn? Da warte ich einmal drauf, dass ich von Ihnen unterbrochen werde. Und dann kommt niemand. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, Verzeihung. Es wird ja immer schlimmer. Jetzt entschuldigt er sich auch noch, das haben Sie ja noch nie gemacht. Ja, ich werde mich doch wohl immer entschuldigen dürfen. Alle Welt darf sich entschuldigen, dauernd entschuldigt sich jemand und ich darf es wohl nicht. Ja, weil man von Ihnen sowas nie gewohnt ist. Ja, Medon ist man es auch nicht gewohnt, dass er sich entschuldigt, hat aber auch gemacht. Ja, weil er sich aus Versehen selbst abgehört hat. Ja. Obama, nehmen Sie Obama. Der war noch keine 5 Tage im Amt. Was hat er gemacht? Er hat sich entschuldigt für ein paar harmlose Fehlentscheidungen, Fehlbesetzungen in seinem Kabinett. Stellen Sie sich das mal bei unserer Kanzlerin vor. Ha, bis die Merkel sich für all ihre Fehlbesetzungen inklusive ihrer eigenen entschuldigt hat, vergehen Jahre. Da sind wir bis Ostern noch nicht fertig. Ostern. Da fällt mir was ein. Der Papst hat sich auch entschuldigt. Hä? Habe ich da was verpasst? Ich dachte. Nicht, also die Kanzlerin war doch so zufrieden nach diesem Telefonat mit ihm. Ja, naja, die ist ja schon froh, wenn sie überhaupt noch irgendjemand informiert darüber, was gerade an ihr vorbeiläuft. Aber jetzt muss ich Sie doch noch mal fragen. Der Unfehlbare hat sich entschuldigt. Wofür? Na, ich dachte, zum Beispiel für diese Pissbrüder da, nicht? Pissbrüder? Ja, schön. Ja, ist ja schon gut. Ja. Pius. Echt, einfach Pius. Pius-Brüder. Ja. Und dafür hat er sich nicht entschuldigt, wird er auch nicht, kann er auch nicht. Wie soll denn das gehen, wenn er unfehlbar ist? Stimmt natürlich, klar. Vielleicht könnte er einen Attest bringen. Das sind sowas wie zerebralsklerotischer Verwirrtheitszustand. Damit könnte man mit einem Schlag einiges erklären, was er so in den letzten Jahren vor sich hingenuschelt hat. Ja, einiges. Stimmt. Wie damals bei seinem Landausflug in Brasilien. Die lateinamerikanischen Indianer, die Indigos, haben doch damals ihre eigene Missionierung in freudiger Erwartung still herbeigesehen. Ja, genau sowas. So ein Satz zum Beispiel, nicht? Bei intaktem Hirn erfüllt so ein Satz doch den Tatbestand der Verharmlosung von Völkermord. Da kann er von Glück sagen, dass er den in Brasilien gesagt hat. Ja, also, ja, bei uns hätte ihm der Zentralrat der Indianer die Friedenspfeife abgenommen. Ja, aber hallo hätte er das. Ich habe das Hochprozentige für unsere Punktsitzung beisammen. Nüchtern ist Karneval nicht auszuhalten. Glauben Sie das?
Sie sind zu früh, Malmsheimer. Was denn? Ja, es gab eine klare Ansage. Erst wird der Motivwagen für den Faschingszug fertig gemacht und dann wird die Bar für den Kappenabend bestückt. Darf ich mal kurz, bitteschön, Kappenwagen, Kappen-Kappen-Ding, Motivwagen, was ist das? Ja, hatte ich das mit Ihnen nicht schon vorher? Nein, hatten Sie nicht mit mir. Wunsch der Anstaltsleitung, wir sollen mit dem Ding auf dem Gaudiwurm mitfahren, Volksnähe zeigen. Volksnähe? Mit dem da, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Das ein das Papamobil. Und das muss noch gestrichen werden, Malmsheimer. Ja, geht ja klar. Welche Farbe denn bitte? Spermaweiß, war doch besprochen. Ich kümmere mich drum. Ja, bitte. Sagen Sie mal, wer soll denn damit fahren mit diesem Papamobil? Wer soll denn damit fahren? Ich! Sie! Aha. Aha, und als was werden Sie damit fahren? Ja, als was fährt man denn auf dem Papamobil mit? Hä? Als Pontifex. Das ist doch wohl nicht wahr. Und ich? Wo bleib ich? Ja, vom Trittbrett hätte ich noch ein bisschen Platz für einen Ministrant. Ministrant? Ich als Ministrant? In der CSU wird man als sowas über Nacht Wirtschaftsminister. Oh, ja. Und. Gibt's auch, haben Sie womöglich auch noch eine Kostümierung geplant? Ja, aber hallo, als Papst und Ding, da muss man doch gucken, dass das geht. Ja. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Ja, für Mitra hat's nicht ganz gelangt. Die Verwaltung muss sparen. Wissen doch, die Krise. Ne? So, aber jetzt muss ich langsam üben gehen. Benediktum, Benedaktum, in Afrika laufen die Weiber nackt rum. Irgendwie sind diese Katholiken auch beneidenswert, nicht? Hemmungslos kindisch und ein paar Minuten später sind sie wieder halbwegs normal. Komm schon. Was heißt heutzutage schon normal, nicht? Das geht ja drunter und drüber. Haben Sie es mitbekommen? Josef Ackermann hat jetzt gesagt, Verstaatlichung und Enteignung deutscher Banken sei durchaus sinnvoll. Nicht? Müssen Sie mal vorstellen, Verstaatlichung und Enteignung. Allein der Wortgebrauch gilt doch im bürgerlichen Lager als gefährlich oder toxisch, wie die Spekulanten und Giftmischer sagen würden. Nicht, wobei man, also Verstaatlichung und Enteignung ist in Deutschland tatsächlich normal. Aber schon lange. Wenn zum Beispiel bei uns eine Autobahn gebaut wird und Sie verkaufen Ihr Haus nicht oder wollen das Land nicht hergeben. Ganz normal. Oder wenn Sie Ihre Schulden nicht bezahlt haben. Jede Zwangsversteigerung ist doch eine Enteignung. Nicht, wir sollten das ideologiefrei betrachten. Ich gebe ein Beispiel. Schauen Sie mal das Bild hier an. Das hier zum Beispiel. Das ist das neue Weltpressefoto des Jahres. Darauf sehen wir einen Polizisten, der mit Waffe im Anschlag ein Haus durchsucht. Im ersten Moment denken Sie, ja, kennen Sie alles nicht aus amerikanischen Krimis, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Auf diesem Bild ist ein Polizist, übrigens in Cleveland, Ohio, der jagt keine Einbrecher, sondern der ist beauftragt, die Besitzer aus dem Haus zu jagen, weil das Haus zwangsversteigert wurde. Cleveland, Ohio. In der Gegend hat Josef Ackermann gerade 1000 Häuser zwangsversteigern lassen. Stellen Sie sich mal vor, das Bild käme aus dem Büro von der Hypo Real Estate in München, nicht? Ja, machen wir durch. Kleiner Scherz. Ja. Ich habe zu dem Thema noch einen ganz ungewöhnlichen Satz für Sie. Und zwar der amerikanische neue Geheimdienstkoordinator hat gesagt, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ist für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten eine größere Bedrohung als alle Al-Qaida-Terroristen zusammengenommen. Das ist neu. Gilt im Übrigen auch für uns. Wobei nicht für alle. Für Wolfgang Schäuble. Wer das nicht gelten, der hat immer noch denselben Feind. Sein größter Feind trägt Bart und spricht Akzent. Nicht? Ganz, ganz anders übrigens dagegen im Kanton Zürich in der Schweiz. Da spricht der neue Feind auch Akzent, trägt aber selten Bart. Nicht? Die Züricher haben in einem Volksentscheid entschieden, dass sämtliche Steuerprivilegien für ausländische Multimillionäre komplett gestrichen werden. Nicht? Und seitdem ist unser Müller, Milchmüller, ist, wieder auf der Flucht, hört man. Nicht? Ja. Wie fanden Sie jetzt diesen Übergang? Nicht? Also ich meine, das mit dem wissen Sie, was ich meine? Nicht mit dem Feind und Bart mit und ohne Akzent. Fand ich eigentlich ganz gelungen. Ja, das, ja, nein, das, ja gut, es war, man könnte sagen, es war ein bisschen narzisstisch verspielt, aber so im Großen und Ganzen, nicht? War eine filigrane Auflockerung einer an sich spröden Materie. Ja, das kommt drauf, weil das, bin in der Therapie angehalten worden, mich auch mal zu loben, wenn mal was Erwähnenswertes dabei sein sollte. Nicht? Ja, danke. Ja, schon gut. Ja. Ja, nein. Nein, nicht, nein, nein, Sie nicht, ich soll mich loben.
Aber gut, ich werde es als Feedback in die Gruppe tragen. Ja, wo waren wir stehen geblieben jetzt? Ja, Sie werden es nicht wissen. Doch, ich weiß, meine Damen, die rasante Veränderung der Normalität. Ich gebe Ihnen nur noch eine ganz kurze Anekdote für die Feinschmecker. Als weltweit größter Betrüger gilt derzeit der amerikanische Fondsmanager Madoff. Bei seiner Verhaftung kamen zwei FBI-Agenten, klingelten bei ihm und sagten, guten Tag, wir suchen eine harmlose Erklärung für einige seltsame Dinge. Und dann hat der Madoff gelächelt und hat gesagt, es gibt keine harmlose Erklärung. Da steckt alles drin, finde ich. Nicht. Für diese weltumspannende Krise gibt es keine harmlose Erklärung. Deswegen gibt es auch kein Weiter-so. Deswegen werden wir aufräumen müssen und das Lamento wird groß sein. Das darf uns aber nicht stören, denn wer einen Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen, selbst wenn sie so laut quaken wie die Westerwelle auf aller Welt. Das war auch was sagen, nicht sagen. Ganz entscheidend. Mein Sohn, was haben Sie denn da? Darf ich Sie kurz fragen, mit welchem Gewand Sie unseren Faschingsumzug beehren werden? Gewand? Das weiß ich noch nicht. Also der Stationsleiter hätte mich gerne als Ministrant. Du bist doch froh! Natürlich. Sie könnten als Gegenpapst reüssieren. Gegenpapst? Ja. Nein, mit dem Vorschlag kommen Sie 500 Jahre zu spät. Mitnichten. Mitnichten. Der letzte Gegenpapst, Gregor der 17., starb erst 2005. Ach was. Anlässlich einer Marienentscheidung hat er 16 Liter Blut verloren, nachdem er General Franco geheiligt hatte. Ach was, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber Sie, bei uns in den Anstalten, da wimmelt es ja auch mittlerweile von Pontifexen und Leuten, aus denen der Papst spricht. Ja, ja, ich weiß, wie der Kollege von Zimmer 12, ja, der versucht, so eine Tage mit Benedikt ins Gespräch zu kommen. Ich weiß. Ja. Ja, der ist ja bei mir in der Therapiegruppe, nicht? Ah. Kann man von Glück sagen, dass er sich nicht für Jesus hält? Dann wäre er nicht hier. Wer sich heutzutage für Jesus hält, bucht eine Reise nach Jerusalem. Einfache Fahrt. Und wartet dort auf den jüngsten Tag. So sieht's da aus. Wird er nicht lange warten brauchen. Wenn die Israelis so weitermachen, kann er schnell kommen. Treffliche Replik, fangen Sie auf. Wussten Sie, dass die Zahl der bekennenden Jesusse, in Jerusalem letztes Jahr auf über 200 gestiegen ist? Nein. Ja. Aber wissen Sie, was das heißt? Nee. Die Menetekel des Niedergangs sind allgegenwärtig. Und sie werden immer rätselhafter. Dem Ökonomen gilt ja inzwischen die aktuelle Rocklänge als Konjunkturbarometer. Je kürzer der Rock, umso steiler der Aufschwung. Ach was? Ja. Und wir sind von alten Männern in langen Frauenkleidern umzingelt. Das ist bedrohlich, bedrohlich, sage ich Ihnen. Äußerst ja bedrohlich. Das ist vollkommen richtig. Ja. Unerträglich. Unerträglich. Mir geht das da so auf den. Mir geht dieser Mummenschanz, das geht mir so gegen den Strich, diesen Karneval. Ich habe schon 100 Mal, aber man redet ja gegen eine Wand. Deshalb zum allerletzten Mal. Der Begriff Karneval kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Fremdgehen zu schlechter Musik. Wie Sie sicher gehört haben, ist da nirgendwo von Humor die Rede. Der hat im Karneval auch nichts verloren. Was im Karneval aber bisweilen vorkommt und fälschlicherweise für Humor gehalten wird, nennt der Eingeweihte Spaß. Spaß aber entsteht, wenn man Humor so lange kocht, bis die flüchtigen Bestandteile wie Geist, Witz und Verstand entwichen sind. Übrig bleibt eine klebrige, teerähnliche, übel riechende Substanz, deren Flecken gerätsel mal auf Kleidung mit der Schere wieder rausgehen. Spaß eben. Deswegen heißt es in Baden-Württemberg auch völlig zu Recht, wenn ein Kleinkind dort ins Hösle stuhlt, Späßleck macht. So sieht's auch aus. Unverschämtheit. Ach, das ist doch wirklich wahr. Oh mein Gott. Sagt werden. Aber zeigt das mal einer. Sie stehen ja immer noch an der Bar rum. Ja. Sollte man mit dem halbfertigen Schrott auf den Zug? Ja, aber Ihre Wunschfarbe gibt's nur unter der Hand. Sie werden doch irgendwo noch Weiß auftreiben können. Weiß, die Farbe der Unschuld. Unschuldsweiß für den Vatikan. Das finden Sie in keinem Katalog. Da können Sie aber einen noch lassen. Keinen. Hol es halt ein bisschen Schnee. Es liegt doch. Moment, ich muss ja mal sagen, diese Sache, da frage ich mich schon länger, die Sache mit dem Papst, dass Sie die so aufgeblasen haben, wovon soll das jetzt schon wieder alles ablenken? Oder vielleicht war es auch nur ein Akt der Fürsorge, dass wir nicht ständig an die Finanzkrise denken müssen. Wobei, was heißt Krise? Haben wir Krise? Ist eigentlich gar nicht, oder? Wir haben es doch. Irgendwo sprudelt es doch. Und wir haben ja Geld. Erst das Geschenkpaket für die Banken und jetzt ist die Wirtschaft dran. Konjunkturpaket 2, zack, durchgewunken, damit notleidenden Unternehmen geholfen werden kann, wie der Schaeffler-Gruppe.
zum Beispiel. Da ist ja die CSU nach wie vor, da ist die ja eisern, ne? Weil klar, ist Wahlkampf und wenn das Imperium zusammenbricht, dann droht der Verlust von Arbeitsplätzen. Das Argument zieht ja immer. Da machen wir jeden Blödsinn mit, obwohl die Kanzlerin vor Jahren schon als Motto ausgegeben hatte, die deutsche Regierung lässt sich nicht erpressen. Aber das hat selbst Michel Kloß noch in seiner aktiven Zeit relativiert. Denn soviel ich weiß, gilt das nur für Lösegeldforderungen von den Taliban. Na, diese Schäffler-Geschichte, dass da überhaupt drüber hat diskutiert werden müssen. Ne? Die Eigentümer hat ein Privatvermögen aus der Firma mit knapp 6 Milliarden Euro. Dann hat sie sich bei der Continental-Übernahme ein bisschen verhoben. Ne? Und jetzt schreit sie nach dem Staat. Da könnten wir uns alle Beispiel dran nehmen, oder? Man sagt, ach ja, mein Reihenendhaus, das gefällt mir schon lange nicht mehr. Aber neulich habe ich in Frankreich ein tolles Schloss. Habe ich da gesehen, das lasse ich mir jetzt ein bisschen vorfinanzieren. Ne? Und wenn ich die Raten nicht mehr bezahlen kann, dann rufe ich halt nach dem Staat, weil sonst müsste ich vielleicht den Butler entlassen. Oder den Gärtner. Als normaler Mensch wirst du für sowas eingeliefert. Aber dann kommt Maria Elisabeth Schäffler, da hat sich ein bisschen verzockt und meint, sorry Leute, ich kann meine Kredite für Continental nicht mehr bedienen, ich erwarte Hilfe. Hä? Das ist ein schlechter Nerz, habe ich erst gedacht. Hilfe? Warum? Ne, jeder unverschuldet in Not geratene, der Hartz IV beantragen will, muss erst mal blank ziehen und alles verbrauchen, was er fürs Alter zurückgelegt hat, damit er überhaupt einen Cent vom Staat bekommt. Na, aber dann... Und als ihr dann gesagt wird, vielleicht könnt ihr ja erst ein bisschen was von ihrem Privatvermögen ins Unternehmen stecken, das ist der falsche Gedankenansatz. Sag ich, was ist denn daran falsch? Wenn du dich mit an Conti verschlucken willst, dann mach, aber bitte mit deinem Geld. Wenn sie von ihren 6 Milliarden Euro als klug wirtschaftende Unternehmerin, wie sie ja von allen Seiten immer gepriesen wurde, wenn sie davon 5,9 Milliarden in ihren Laden, den sie unbedingt vergrößern will, stecken, dann hätte sie immer noch 100 Millionen Euro für sich. So, und jetzt rechnen wir mal, die Frau ist 67. Na, sind wir mal großzügig. Geben wir ihr noch 30 Jahre. Das würde bedeuten, sie hätte für die letzte Restlaufzeit von 30 Jahren 100 Millionen Euro zum Verjuchsen. Das wären 3.333.333 Euro im Jahr pro Tag, 9.132 Euro und 42 Cent. Damit müsst sie doch über die Runden kommen. Ich meine, gut, klar. Ich meine, bitte, es ist logisch. Wir müssen noch reden. Jetzt frage ich Sie mal was. Wie lange haben wir eigentlich darauf gehofft, dass Michael Kloß endlich aus dem Wirtschaftsministerium verschwindet? Ja, von Anfang an eigentlich. Sehen Sie. Ja. Und was haben wir jetzt? Karl Theodor, der steht bei uns im Wirtschaftsdorf. Der Ball auch kommt, wenn der Schuss drauf fällt. Herr Pliol, ist das jetzt die Zeit für sowas? Ja, ist so Fasenacht. Hör mal, hören Sie, unser Land durchleidet gerade die größte Krise seit Zweiten Weltkrieg. Eben, und da muss der Adel ran. Ja. Karl Theodor zu Gutenberg. Was hat der eigentlich, dass er das Amt gekriegt hat? Hat sein Chef doch gesagt, da, bitte. Der ist jung, sehr jung. Aber genau das ist auch... jetzt das, was ich im Zuge der Erneuerung möchte. Toll. Und das ist alles? Nein. Nicht nur. Er war Baustoffhändler, sieht ein bisschen aus wie Lothar Matthäus. Hat einmal mit Tom Cruise als Stauffenberg getroffen. Und was ihn am meisten befähigt, er ist Proporzfranke. Nach so etwas lechzt ein Land, das sich als Global Player täglich neu aufstellen muss. Soll ich was sagen? Man darf in diesen Tagen wirklich nicht nach Amerika schauen. Moment. Zu Gutenberg spricht Englisch. Man munkelt sogar, er sei international bestens vernetzt. In Franken. Mal bitte, jetzt geben Sie dem Mann doch mal eine Chance. Die Wirtschaft ist ja schon ganz begeistert von ihm. Übrigens, sein großes Vorbild soll Graf Lambsdorff sein. Ach was, so jung und dann auch vorbestraft? Oh. Tolle Sache, sehr schön. Es geht doch ums große Ganze. Ja, eben.
Obama erkennt das Ausmaß der Krise. Nein, 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 die Krise in der Union, das erkennt selbst ein Jetzt Obama nicht. Bitte mal, der amerikanische Präsident schart die besten Köpfe seines Landes um sich. Er versucht's, er versucht's. Ja, aber immerhin, es sind Parteilose und Parteigegner dabei. Ja, natürlich, ich meine, bei den Amis geht sowas. In Washington hat die CSU ja nicht so viel Einfluss. Ja, ja, Gott sei Dank. Aber jetzt schauen Sie mal, die Vereinigten Staaten von Amerika sind noch keine 250 Jahre alt und wählen sich einen charismatischen Immigranten zum Präsidenten, während in unserem Land, das angeblich 2000 Jahre alt ist, immer noch der dumpfe Tribalismus herrscht. Der was? Trieb. Wie was? Das sehen Sie eigentlich gar nichts. Tribalismus. Der dumpfe Glaube an die Allmacht der Stammeszugehörigkeit, die einen bayerischen Profilneurotiker wie Seehofer in die Lage versetzt, einen fränkischen Aristokratenlümmel auf eine Position zu hieven, die uns wahrscheinlich den Rest geben werden. Das habe ich nicht. Kommen Sie mal ein bisschen runter. Ich hätte noch ein bisschen Johanniskraut. Bleiben Sie mal. Ich brauche kein Johanniskraut. Machen Sie sich mal ein bisschen locker, da bitte adelsmäßig jetzt noch viel schlimmer kommen kann. Was? Gloria von Turn und Taxis. Kreiselt auch schon seit Jahren in der Bedeutungslosigkeit der Warteschleife rum. Jetzt frage ich Sie ernsthaft. Wie kann es denn sein? Was muss man denn machen? Warum kriegen wir denn nicht so eine Aufbruchsstimmung hin wie in Amerika? Scheinbar hat es bei uns halt nicht genug Nische. Herr Priol. Manchmal sind seine Schlussfolgerungen doch etwas anspruchslos. Meine Güte. Entschuldigung. Ja, ach Sie. Ich. Ja. Bitte. Ja. Ich möchte jetzt den Papst sprechen. Aber das hat doch keinen Sinn. Sehen Sie mal, als wir in der letzten Therapiegruppe für Sie den Papst auf den leeren Stuhl gesetzt haben, da haben Sie doch kein Wort rausgebracht. Ja, ja, weil ich da als ich hab reden müssen. Bitte? Schauen Sie, wo ich auf dem leeren Stuhl gesessen bin und war der Papst, da habe ich reden können wie ein Wasserfall. Und wo ich war, ist mir nichts mehr eingefallen. Ja, deswegen haben wir es doch auch aufgegeben. Ja, aber wissen Sie, ich glaube, wenn ich ein anderer wäre, da würde ich mich trauen. Ja. Als wer denn? Sagen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel der Ottfried Fischer wäre und ich hätte den Papst zu Gast bei mir in Ottis Schlachthof, da darf ich mir reden trauen. Ich hab's ausprobiert. Wollen Sie es sehen? Nein, danke. Ein Papst auf der Station reicht mir. Ich bin Stammtischbruder und Stammtischschwester. Mein nächster Gast polarisiert derzeit die Öffentlichkeit wie kein zweiter. Trotzdem sind seine Bücher Verkaufserfolge in ganz Europa. Seine einsamen Entscheidungen sind oft schwer nachzuvollziehen. Herzlich willkommen auf die Schlachthofpartie, der 16. Servus. Nun, ich muss sagen, ich freue mich zunächst einmal hier zu sein, nicht wahr? In dieser wunderbaren Runde, und ich möchte auch die Missverständnisse der letzten Wochen nutzen, meine Hand auszustrecken zur Versöhnung uns anderen, uns gänzlich fremden Religionsgemeinschaften, wie etwa evangelischen Katholiken, nicht wahr? Oder jüdischen Christen, nicht wahr? Und auch Sie, mein lieber Herr Ottfried, sind ja in Ihrer Beliebtheit und Beleibtheit eine Art Fischer, nicht wahr? Sozusagen ein Menschenfischer. Quasi ein Otter im Fischteich. Ich freue mich. Heiliger Vater, die katholische Kirche hat ein Problem. Der Erzbischof von Köln verweigert sich seit Jahren der Intelligenz, der Bischof von Augsburg verweigert sich der Emanzipation und seit Neuestem verweigert sich der Bischof von Rom der Verantwortung. Bei der Bundesagentur für Arbeit würde man sagen, die katholische Kirche ist schwer vermittelbar. Letzte Woche fährt Ihnen Angela Merkel an den Karren, seitdem hört man nichts mehr, hat die deutsche Kanzlerin den Heiligen Vater in die Knie gezwungen. Nun, ich muss sagen, es ist mir entgangen, dass zu Hause in der alten Heimat eine ostdeutsche Artistin zur Reichskanzlerin gewählt wurde. Nicht wahr? Nun,
Wie ich mir jedoch habe sagen lassen, ist diese Dame eine Physikerin, nicht wahr? Und spätestens seit Galileo Galilei wissen wir, dass gerade die Aussagen von Physikern im Vatikan doch eine geraume Zeit brauchen, um ihre volle Wirkung zu entfalten, nicht wahr? Aber ich möchte doch sagen... Bei aller berechtigten Empörung über die Kritik von Frau Merkel an meiner Person möchte ich doch sagen, es liegt uns natürlich fern, Frauen in irgendeiner Weise despektierlich zu behandeln oder gar herabzuwürdigen. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, nichts liegt uns in der katholischen Kirche ferner als die Frauen, nicht wahr? Heiliger Vater, Pastor Eternus, der Papst ist unfehlbar. Haben Sie mit dem Holocaust-Leugner Willemsen nicht doch einen Fehler gemacht? Nun sehen Sie, unsere Kritiker haben uns immer vorgeworfen, glauben heißt nicht wissen, nicht? Und leugnen heißt nicht wissen wollen, ist also eine aktive Form des Wissens und damit eine besonders intensive Form des Glaubens, nicht wahr? Aber die antisemitischen Ansätze der Pius-Bruderschaft sind doch sicher nicht der Wille Gottes, kann man doch so sagen, oder? Nicht der Wille Gottes. Nun wissen Sie, der Wille Gottes ist ein großes religionsphilosophisches Wort. Aber in einer universellen und großen Kirche wie der katholischen ist natürlich auch der Wille Gottes letzten Endes nur eine Einzelmeinung, nicht wahr? Heiliger Vater, lass uns. Das war's auch schon wieder zum Abschluss noch ein Witz über Sie. Oh, so viel der Ehre, ich freue mich. Kennen Sie den? Da kommen zwei Österreicher zum Papst, also zur Ehren. Da sagen Sie, Heiligkeit, wir gratulieren Ihnen zum Namenstag. Dann sagt er, wieso, heute ist ja gar nicht Benedikt. Dann sagen Sie, nein, aber der 16. Servus. Gut, aber ich habe noch einen besseren. Ach, tatsächlich? Ja, die Kanzlerin hat in ihrem Telefonat von mir Richtlinienkompetenz eingefordert. Die Kanzlerin Richtlinienkompetenz? Ja. Das ist ja, wie wenn ein katholischer Priester sich in Eheberatung versuchen würde, nicht wahr? Genau. Moment mal, den Witz wollte ich erzählen. Zu spät. Was mich ja wirklich erstaunt inmitten der Krise ist, dass das draußen alles so ruhig bleibt, oder? Es passiert nichts, jeder merkt, dass er verarscht wird und alle sagen nur, naja, ist halt so. In anderen Ländern in Europa wäre das undenkbar. Dort schauen die Leute auf die Finanzkrise und sagen, was macht die Regierung? Und vor allen Dingen, was macht die Regierung für uns in Island? Sind die Leute so lang auf die Straße, bis die Regierung gesagt hat, okay, wir haben verstanden, wir geben auf. Bei uns drohen jetzt sogar die Betriebsrenten wegzukrachen. Wahrscheinlich, weil damit die Millionen Boni für die Banker gegenfinanziert werden müssen irgendwann. Und wenn es soweit ist, werden auch wieder alle nur sagen, naja, ist halt so. Na, aber dafür werden wir ja gelobt von der Politik. Alle sagen, das ist sehr beruhigend, wie besonnen sich die deutsche Bevölkerung in der Krise verhält. Das ist doch nicht besonnen, das ist bescheuert. In Frankreich, hör mal. In Frankreich 2 Millionen Leute in 70 Städten, weil sie sauer waren auf ihren kleinen Gestauchten. Nicht auf Sarkozy, von wegen haben sie gesagt, ja, haben die gesagt, die Versorgung in den Krankenhäusern wird immer schlechter und das Bildungssystem rauscht den Bach und das Arbeitsrecht wird ausgehöhlt, die Rentenversorgung kracht zusammen. Und das, was mir am besten gefallen hat, war dann, das Fernsehprogramm wird immer schlechter. Haben sie gesagt, Moment, gehen jetzt die Franzosen stellvertretend für uns auf die Straße oder was? Bei uns ist ja genauso, seit Angela Merkel das Land führt. Nein, halt, da tue ich jetzt Unrecht. Hat sie ja selber gesagt, ich führe nicht. Es ist in der... In der Krise fragen sich ja mittlerweile immer mehr, Mensch, was macht diese kleine, ulkige Frau in ihrem Hosenanzug eigentlich, außer im Viertelstundentakt ihre Meinung zu ändern und sich von einer im Voralpenland wild herumhüpfenden Regionalpartei an der Nase rumführen zu lassen. Das Horst Seehofer, der Mann, der immer so guckt, als hätte er den ratlosen Gesichtsausdruck erfunden. Der Mobbing...
Der Mobbingkönig der CSU. Mit einem Wisch hat er ihr Vorzeigeprojekt versenkt, das Umweltgesetzbuch. Von ihr damals persönlich noch als unerlässlich initiiert. Und jetzt tut sie so, als hätte sie nichts mehr damit zu tun. Na gut, weil es halt Finanzkrise, so ist sie. Na, unsere selbsternannte Weltklimaretterin, gestern noch der Schöpfung verpflichtet, heute der Wertschöpfung. Na, ihren Flop. Ihren großen Flop. Ihren Riesenflop mit dem Umweltgesetzbuch durfte uns ihr stellvertretender Regierungssprecher gnädigerweise verkünden. Er hat gemeint, die Kanzlerin persönlich hat das Projekt von Anfang an als große Chance begriffen. Deshalb war sie bemüht, das Thema nach ihren Möglichkeiten zu begleiten. Hey, Donnerwetter, sie war bemüht, das Thema Umwelt zu begleiten. So stellt man sich die Gestaltungskraft einer Führungspersönlichkeit vor, oder? Da muss einem vor keiner Krise bange sein. Aber gut, ich meine, sie hat halt auch so viel anderes Zeug noch zu, was halt auch wie die dauernd irgendwelche Gedenktage, da ist sie immer ganz scharf drauf. Da gibt ein paar schöne Fotos, na, das muss reichen fürs Volk. Wie neulich da die große Jubelarie, 90 Jahre Frauenwahlrecht. Da haben sie mal gegluckst, die drei Damen vom Grill. Na, Alice. Alice Schwarze hat sich verstiegen, aber toll, wie die Kanzlerin sich für die Frauen einsetzt. Haben viele alleinerziehende Mütter gesagt, ja, und vor allen Dingen auch so geräuschlos, dass man es gar nicht merkt. Na, aber gut, die wahren Verlierer in der Wirtschaftskrise sind ja sowieso mir, oder? Die Männer. Alles bricht weg, was uns mal Halt gegeben hat, ja? Erst Märklin, dann Schießer. Na, ein feinripploses Leben ohne Eingriff auf dem Abstellgleis. Das sind die wahren Tragödien. Entschuldigung, Herr Doktor, grüß dich. Kopfweh. Was? Kopfweh. Johanniskraut. Ich brauch Tabletten. Ich hab so einen Albtraum gehabt. Wenn Sie den hören, stehen Ihnen die Haare zu Berge. Nein, das meine ich, sowas steht mir nicht. Übermorgen ist Weiberfasnacht, da will ich noch ein bisschen was reisen. Nicknack. Also, es war so furchtbar. Mir hat geträumt, ich war in der Hölle. Und die Hölle war unglaublich seltsam. Die Hölle war so ein Feuer, 1000 Meter hoch. Und rundherum war ein Fußballstadion. Großes, gigantomanisches, aufblasenes Fußballstadion, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann, außer in Bayern. Und überall im ganzen Stadion waren Saunabänke. Und da waren diese typischen Saunatypen. So diese graumelierten 70er-Jahr-Frisuren, Schnauzbart, Goldkettel, Siegelring, so ein Wampen. Ja. Das ganze Stadion voll davon. Und der Teufel ist gekommen. Und alle haben geschrien: Luzi, nur ein Sligowitz aufguss, du faule Sau. Ja? Das soll eine Temperatur sein. In der Pratersauna haben wir mehr geschwitzt. Hopp auf. Ja? Und dann hat der Teufel ein Handtuch genommen, ein riesiges Handtuch, und schwingt das Handtuch bis zur völligen Erschöpfung. Und dann war ganz schwacher Applaus. Und der Teufel ist zu mir gekommen und hat gesagt: Josef, boah, es ist die Hölle. Wirklich. Er hat gesagt, nur mehr die Trotteln sind da, alle, die zu blöd sind für den Himmel, kommen jetzt zu uns, da und machen uns dreckige Herrenwitze, wenn wir nicht zwei Schwänze und so. Und ich habe gesagt, genau, und deswegen möchte ich bitte lieber in den Himmel, wenn es noch geht. Und der Teufel hat gesagt, der Himmel ist total überschätzt. Das sind arme Hunde da oben, da waren der heisere Stimme haben sie vom Singen und Loben. Ja, Halleluja, Halleluja, sage ich. Ja, chronische Bindehautentzündung von diesem ewigen Anblick Gottes. Ja, Flügel statt Eier. Josef, vergiss es. Und ich habe dann nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich mein, wenigstens zwei Flügel. Und dann habe ich mich noch umgeschaut. Ja? Und da war in der obersten Reihe waren die Schlimmsten ganz verschwitzt. Hitler, Himmler, Stalin, Göring, Goebbels, Genghis Khan. Dann eine ganze Reihe Päpste. Dann Attila, der Hundenkönig. Und dann Reinhold Messner. Nehmen wir doch komisch, nicht? Und gehe auf und sage, grüß Gott, Herr Messner.
Ich habe gar nicht gewusst, dass sie verstorben sind. Wie ist das passiert? Wahrscheinlich bei Ihnen, ganz klar, bei einem Lichtbildervortrag mit dem Knöchel irgendwie über eine Stufen, ja, über einen Sting runterkippt. Er hat gesagt, nein, hat er gesagt, ich möchte eine Erstbesteigung machen von der Hölle, jetzt lasst mich nicht mehr hinaus. Nicht? Habe ich gesagt, ich mache das schon. Und schau, mitten in der Wand ein Knopf, ich drücke drauf, bding, ein Aufzug mitten in der Hölle. Ich sage, Reinhold, hey, wir können gehen. Der Messner sagt, nein, sagt er, ich kann nicht weg. Ich sag, warum? Ja, ich muss noch ins Feuer hüpfen. Wozu? Da war ich noch nicht. Und ich sag, okay, er hupft ins Feuer, schreit eh sofort Hilfe, ich zieh ihn wieder heraus, er gibt Interviews, ich hab mir gedacht, so lange warte ich nicht, in den Aufzug, allein hinein, drück auf den 5. Stock, hinauf. Und da war der Himmel. Und der Himmel war super. Der Himmel war ein riesiges Finanzamt. Ja, da waren so Türen mit Schildern, mit allen Weltreligionen, Hinduismus und Buddhismus und Islam und Christentum und darunter der Parteienverkehr. Und ganz am Ende vom Gang war eine Tür ohne Bekenntnis. Und da bin ich hinein, da war außer mir nur so ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und schaut mich an und sagt, Gott sei Dank, jetzt habe ich endlich wen zum Schafkopfen. Und ich bin ganz beklommen und sage, grüß Gott. Und Gott sagt, gut geschätzt, Josef. Und ich sag, mein Gott, so ein Glück, dass ich dich triff. Gott sei Dank, ich hab so eine wichtige Frage. Und Gott sagt, boah, wieder diese ewige Fragen, warum Hunger, warum Krieg, warum Durst. Ich sag, nein, noch wichtiger. Dein Sohn ist doch beschnitten worden. Mit 2 Wochen, oder? Also da war ein Stückerl ab dann nimmer dran. Gott, sag ich, wo ist das hin? Ist das mit auferstanden oder nicht? Und Gott sagt, entschuldige, Josef, das ist doch wirklich wurscht. Und ich sag, nein, das sind genau die Sorgen, die sie in Rom haben. Andere Probleme haben die nicht. Und dann schaut mich Gott ganz traurig an und sagt, ach Gott. Als Gegenpapst könnten Sie lang tragen, wissen Sie? Dann kämen auch Ihre Anbauten besser zur Geltung. Und ein paar lilane Applikationen und die Prothese spritzen wir oben. Nein, nein, die Prothese bleibt, wie sie ist. Ach, Sie hätten es gerne rustikal. Dann ziehen wir einen Allergikerhandschuh drüber. Also jetzt wechseln wir mal das Thema. Bitte. Was hat denn so ein Gegenpapst eigentlich auf dem Kopf? Ha, was Warmes. Die Luft ist da oben sehr dünn, bei Gott. Und vorne machen wir eine schicke Stickerei drauf. Antipapa ante portas. Ich habe Stimmen gehört. Mein Gott. Ich hatte Sie vorgewarnt. Yes. Ich habe geträumt, mir ist der erschienen. Und der hat widerrufen. Nein. Malmsheimer, geben Sie mir irgendwas zu trinken. Eierlikör? Nein, was Richtiges. Ah, Williamsons. Christ. Hirde. Irgendjemand. Irgendjemand wird es ihm schon beibringen müssen. Was denn? Dass er so nicht auf den Wagen kann. Na ja, auf den Wagen schon, aber nicht hier raus. Das stimmt. Ah, die Bar hat schon geöffnet. Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen. Und dann flüste ich dir etwas in dein Öhrchen. Jetzt hören Sie mal bitte auf mit dem Blödsinn. Das geht so nicht. Das fällt doch alles auf die Gemeinde, auf die Anstalt zurück. Doch fassen wir. Mein Gott, noch mal. Ich hätte, jetzt haben wir, schade, dass wir diesen Österreicher verpasst haben. Ja, ihr vielleicht, mir ist er erschienen im Traum. Jetzt hören Sie doch mal auf damit. Geben Sie ihm ein Eierlikör. Ja, sehr gerne. Ich hätte gerne mit diesem Österreicher geredet. Hätte von ihm gerne gewusst, was er von diesem beinahe Weihbischof von Linz gehalten hat. Ja. Nix. Hä? Ja, gern. Ja. Also auch gern. Der aus Linz, wird jetzt, muss woanders sein Unwesen treiben, weil so Leute bleiben der Kurie erhalten. Es ist ja, der Wagner ist doch genau nach Ratzingers Geschmack. Ne? Hält Harry Potter für ein Werk des Satans und Homosexualität für heilbar. Ja, naturwissenschaftlich recht standfest. Ihm ist ja auch die Erkenntnis zu verdanken, dass der Hurricane Katrina ein Himmelssturm gewesen sei, der nicht von ungefähr die ganzen Abtreibungskliniken und Negerkneipen von New Orleans platt gemacht hat. Ach was, hat er die Erleuchtung vor oder nach einer Audienz beim Papst gehabt?
Während. Darüber hinaus hat er im Meeresbrausen des Tsunami vor Thailand Gottes Willen erkannt. Ich zitiere: Das kommt davon, wenn man sich einen Tropenurlaub begibt, anstatt zu Hause ein christliches Weihnachtsfest zu feiern. Muss man sich mal vorstellen. Boah, ich glaube, ich steige jetzt auch um auf Williamson. Ja, verstehe ich. Was? Ich finde, wenn Sie mich fragen, der Teufel soll Sie alle holen. Alle miteinander. Schöne Idee. Aber auch da hat der Heilige Vater bereits Sorge getragen. Der Vatikan sucht seit letztem Sommer 3000 zusätzliche Exorzisten. Nein. Ja. Echt? Ja. Festanstellung oder Fallpauschale? Ist egal, Hauptsache von der Straße weg. Ja. Und für Benedikt ist ganz praktisch. Ne? Was? Naja, das mit den Austreibern. Jetzt fällt mir was ein. War der Ratzinger nicht mal Ausbildungsleiter für Exorzistenseminare? Richtig. Ah, Moment, Sie meinen jetzt, wenn er nicht zugeben darf, dass er einen Fehler gemacht hat, weil er ja unfehlbar ist. Dann müsste er nur verlauten lassen, dass etwas anderes aus ihm gesprochen habe. Genau, und dann könnte er quasi auf dem kleinen Dienstweg an sich selbst eine Exorzitie vornehmen. So bliebe alles in der Familie. Besen, Besen, bist's gewesen. Nein, nicht das Fass auch noch aufmachen. Besenhex, da haben wir keine Zeit. Ich frage mich sowieso schon, wie ich das Ganze auf den Motivwagen drauflegen soll. Wir müssen reden. Das mit den Ohren, das geht gar nicht, Herr Georg. Es geht überhaupt nicht. Sie fällt Ihnen nicht auch auf, dass es hier irgendwie leicht nach Schwefel riecht? Schwefel? Das sind die Eier. Von dem Likör, die Eier. Die hat den Oma noch nach Familienrezept aufgesetzt. Letzte Flasche. Gab es immer bei uns immer zu Karneval? Oder wenn wir Streifen auf den Möbeln hatten. Und ich habe den immer mit zu die Partys genommen. Diese Partys fanden immer in biblisch finsteren Kellerräumen statt. Da musste man über sehr steile Betontreppen runtergehen. Die waren grau gestrichen. Beton ist von Natur aus grau. Aber die waren noch mal grau gestrichen, damit sie einem richtig ins Auge stachen. Und auf jeder fünften Stufe stand ein rotes Grablicht, das einem klar machte, was passiert, wenn man daneben trat. Ach Gott. Und die Musik kam aus einem Grundig-Kassettenrekorder. Der hatte so einen Henkel, damit man ihn an die Wand hängen konnte. Und die Kassetten hatten wir selber zusammengestellt. Das heißt, erst kam ein Rest vom Verkehrshinweis, dann kam Uriah Heep und dann kam wieder ein Rest vom Verkehrshinweis. Ich habe in meinem Leben noch nie so oft Verkehrshinweise gehört, ohne überhaupt einen zu haben, verstehen Sie? Und ja, das setze ich natürlich. Und da waren echte Klopper dabei. Ich werde einen nie vergessen. Da sagte die Dame im Radio tatsächlich: Achtung, auf der A43 schneit es in beiden Fahrtrichtungen. Und sie hatte auch recht. Ach, das war die Zeit, wo die Sexualität erwachte. Ne? Dummerweise ist bei mir nur die Sexualität erwacht. Der Rest schlief weiter. Ich habe mal eine Dreiviertelstunde an so einem Mädchen rumgeschraubt. Und was ich für Erregung gehalten hatte, war nur der Druckknopf ihres Brustbeutels gewesen. Aber sie hat mich machen lassen, weil sie dachte, der Junge braucht eine Monatskarte, soll er sich mal anstrengen. Dass es unter solchen Bedingungen überhaupt zu erstem Sex gekommen ist, ist mit Mitteln der Physik überhaupt nicht mehr zu erklären. Der erste Sex ist, ach Gott, ist ja auch so eine Sache. Ist ja nicht erinnerungswürdig, deswegen denkt man ja ständig an ihn. Ich weiß noch ganz genau, mein erster Sex wurde von meiner damaligen Partnerin gar nicht als solcher erkannt. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Sie, hallo. Was denn, was denn? Sie, das ist Sie. Ich hoffe, Sie, der Ding, der. Was denn? Haben Sie den Chef gesehen? Nein. Nicht? Ja. Haben Sie sich einen eingeschenkt? Es gibt Momente, da hilft nur ein Schluck. Ja, das, so Momente kenne ich gut. Ja. Möchten Sie auch ein? Oh, danke. Ja. Das wäre nicht nötig gewesen. Na, keine Ursache. Ja. Sagen Sie mal, das ist aber voll geworden. Ne? Haben Sie das im Fernsehen gesehen neulich, wie der Steinmeier Reklame für das Buch von Westerwelle gemacht hat? Nein. Haben Sie es nicht gesehen? Nein. Also wie können die Westerwelle sowas machen? Das muss ich Ihnen sagen. Beim Westerwelle, das geht doch nicht sowas. Für was willst du als Sozialdemokrat überhaupt noch auf die Straße gehen, wenn du den als Partner kriegst? Das ist, verstehst du, da kriegst du doch, wenn der Münde Mai sagen tät, auf sie mit Gebrüll, da wärst du dabei, verstehst du, da geht's doch immer los. Aber mit so einem Säckel da, kannst du, wenn's gegen die Bagage geht, da plakatier ich noch mal die ganze Nacht, wenn's sein muss. Aber man kann denen doch nicht noch so Honig ums Maul schmieren. Das geht doch, oh, hab's mir so gern. Kleine, danke, ja, aber ich bleib beim Kotzen. Gerne. Ja, sie.
Das ist nämlich, aber man darf auch nicht nur lamentieren, das ist auch verkehrt. Es hat auch gute Zeiten für die Arbeiter gegeben. Das muss man auch manchmal, das darf man nicht vergessen. Haben Sie das mitgekriegt, wie der Schießer jetzt pleite gegangen ist? Ja. Haben Sie den noch gekannt, den Schießer? Das war ja nicht erst in der Firma, verstehst du? Der Schießer, unerwäsch vom Schießer. Sie sind so jung dafür. Das war mal was Besonderes. Das weiß ich noch. Zu der Zeit, wie wir früher als noch, wir haben ja noch für den freien Samstag geschneit, für die 40-Stunden-Woche. Ja. Das war damals, da hat der Schleier noch mit der Bundeswehr auf uns schießen wollen, wenn er es gedürft hätte. Ja. So Zeiten waren das. Und da, in der Zeit, wisst ihr was, mir die Mutter mal an Weihnachten unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Er kann nicht durchschießen. Tatsache. Und da habe ich gesagt, das weiß ich noch genau, wie heute, da habe ich gesagt, Mutter, wenn wir uns alle eines Tages Schießer leisten können und eine Garnitur zum Wechseln, dann haben wir es gepackt. Ja? Verstehen Sie? Ja. Ja? Und das war ja. Und eines Tages haben wir ja, jeder von uns hat eine Garnitur Schießer gehabt und zum Wechsel, jetzt für Sonntags und Feiertags. Ja? Und jetzt, was ist jetzt? Ja? Jetzt ist er kaputt, der Schießer. Nicht, weil die, meine Enkelkinder, die wissen gar nicht mehr, was ist. Die werden die Unterwäsche aus China haben. Nicht, da werden Kinder werden die Nähe in China 80 Stunden Woche für einen Hungerlohn. So haben wir uns den Fortschritt damals nicht vorgestellt, dass sich woanders für uns die blinken Finger blutig schaffen. Verstehst du? So ist es doch. Und ich brauche sowieso keine Unterhose mehr. In ein paar Jahren, wenn die Mutter vor mir geht, da komme ich ins Heim. Da gibt es nur noch Pampers und Katheter. So ist es. Und wenn dann der Münde sagt, jetzt geht noch einmal auf die Westerwelle, wissen Sie was, da tät ich in Pampers plakatieren. Das sage ich Ihnen. Ne? Das ist das. Aus dem Heim raus. Und drauf, das muss noch mal. Ja, los. Chef, gut, dass Sie kommen. Haben Sie das im Fernsehen gesehen, wie der Steinmeier Reklame für das Buch von Westerwelle gemacht hat? Nein, das habe ich nie gesehen. Aber ich sehe ganz was anderes, Malmsheim. Was denn? Das Ding ist ja immer noch nicht fertig. Wir müssen doch üben. Ja, wann denn? Ja, wann denn? Jetzt bestimmt nicht mehr. Von der Zeit her sind wir gefühlt ja schon bei Aschermittwoch. Ach, Asche auf meiner Haupt. Ja, allerdings. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Bruderschaften Jochen Malmsheimer, Helmut Schleich und Josef Hader. Die Anstalt hat für Sie wieder Zeit 22:15 Uhr live direkt nach dem Heute-Journal.